Kommen wir nun zur ersten Übung. Wir sollen hier einen kleinen Grundriss bemaßen und beschriften. Dazu gibt es auch eine PDF-Datei. Diese hier, so sieht das, sollte dann später aussehen. Und Sie sehen hier, wir haben einen Grundriss. Wie man den zeichnet, haben wir bereits schon gelernt in den vorangegangenen Übungen. Und jetzt geht es zunächst um eine Bemaßung und anschließend um die Beschriftung. Interessant ist hier bei der Beschriftung, dass wir hier zum Teil Zeichen, Informationen, wie zum Beispiel Fläche und Umfang, in unserem Beschriftungstext, in dem Fall im Raumstempel, einsetzen. Und ich werde Ihnen auch zeigen, wie man das automatisch aus AutoCAD mit übernehmen kann. Zum Beispiel Fläche und Umfang. Wenn Sie die Übung öffnen, dann sieht die zunächst erstmal so aus. Ich hatte ja schon angedeutet, dass hier das Layout bereits vorhanden ist. Das ist nicht diese, sondern diese. Und das finden Sie hier. Hier ist unser Modellbereich und hier ist bereits unser vorgefertigtes Layout. Hier sehen Sie, dass ein sogenannten Druckbogen ist eingestellt, das heißt die Papiergröße. Wir haben hier einen Rahmen mit einer in Form eines Blockes und ein Schriftfeld. Und hier haben wir unseren sogenanntes Ansichtsfenster bereits eingefügt, das sehen Sie hier. Und jetzt kann hier im Layout bemaßt und beschriftet werden. Wie gesagt, wie man zu dem Layout kommt, lernen Sie in den nächsten Übungen. Wir werden uns hier erstmal darauf konzentrieren, wie bemaßt man und wie wird beschriftet. Bevor wir jetzt damit loslegen, Sie erinnern sich vielleicht, man soll mal die Layer auswählen und so weiter. Das gilt auch hier für das Bemaßen und Beschriften und man sollte auch entsprechend die Hilfsmittel einstellen. Also ich mache mal komplett hier alles aus, damit ich dann bewusst das zuschalte, was ich dann bei Bedarf benötige. Das sollten auch Sie machen, damit sich AutoCAD möglichst so verhält wie bei mir. Achten Sie darauf, hier sehen Sie, er zeigt an, jetzt hier Papier. Wenn ich jetzt hier umschalte, komme ich in den Modellbereich über das Layout. Ja, nicht irritiert sein. Wenn ich jetzt hier mal umschalte, komme ich dann in den Papierbereich. Das heißt, wenn ich wirklich in den Modellbereich reinkommen möchte, muss ich hier auf Modell gehen. Ja. Das erkläre ich Ihnen später, was das hier bedeutet, diese komische Darstellung. Falls das mal passiert, dass Sie hier reinkommen, dann können Sie einfach hier wieder umschalten, wenn Sie auf Modell gehen. Im Übrigen kommen Sie auch hier rein, wenn Sie doppelt hier draufklicken, dann passiert dasselbe. Ja. Dann einfach hier nochmal draufklicken oder einfach hier daneben klicken und Sie sind wieder in Ihrem Papierbereich. Ja, das ist wichtig, dass Sie das berücksichtigen. Das kann durchaus mal passieren, dass man einfach hier doppelt draufklickt und quasi in den Modellbereich kommt über den Papierbereich. Ja, dieses Feature ist im Prinzip dazu da, dass Sie direkt vom Plan heraus Ihre Zeichnung ändern können, für den Fall, dass Sie das wollen oder auch entsprechend einstellen. Dazu gibt es dieses Feature, dass Sie einfach so vom Layout-Bereich in den Modellbereich reingucken können und dadurch kommt man über Doppelklick oder über diese Schaltfläche hier unten. Okay, also das soviel zu den Hilfsmitteln. Kommen wir zurück. Gehen in den Modellbereich und stellen die Layer ein. Ich tue deshalb vom Modellbereich die Layer einstellen, weil der Layer-Status im Modellbereich angelegt wurde. Ich mache das Ganze über den Layer-Status, denn um meine Bemaßung zu erzeugen, schalte ich bestimmte Layer aus, die ich dafür nicht brauche, zum Beispiel Schraffuren und so weiter, und schalte natürlich meinen Layer aktiv oder aktuell, wo die Bemaßung draufkommen soll. Und das Ganze habe ich im Layer-Status schon mal gespeichert. Das heißt, das ist der Layer-Status Bemaßung. Und Sie sehen, er hat jetzt hier den aktiven Layer geändert und hat die bestimmte Layer ausgeschaltet. Und jetzt schalte ich um auf mein Layout und kann jetzt hier los bemaßen. Sie finden die Bemaßungswerkzeuge in der Registerkarte Beschriften. Hier finden Sie die Gruppe Bemaßung. Und gehen wir die vielleicht mal ganz schnell durch, die wichtigsten Sachen dazu, bevor wir jetzt hier bemaßen. Hier unter diesem Pfeil finden Sie die verschiedensten Bemaßungswerkzeuge. Sie finden hier linear oder ausgerichtet für schräge Bemaßung, Winkelbemaßung etc. Dann finden Sie hier noch so diverse Werkzeuge, um Bemaßung noch zu verändern. Das geht im Übrigen auch, wie ich noch zeigen werde, über das Kontextmenü. Ich werde das nicht alle durchgehen, um es nicht Ihre Geduld übermaßen zu strapazieren. Wichtig ist vielleicht nochmal zu erwähnen, das sind so eine Bemaßungsstile. In einem Bemaßungsstil können Sie festlegen, wie die Bemaßung auszusehen hat und das Ganze dauerhaft speichern. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie Formatvorlagen in Microsoft Word. Dort können Sie auch verschiedene Formatvorlagen anlegen,
zum Beispiel eine für eine Überschrift, wo bestimmte Schriftgrößen eingestellt sind und von mir aus auch Schriftfarben und weitere Einstellungen. Und diese können Sie immer mehrfach verwenden, das heißt verschiedenen Texten zuordnen und das dann auch immer zentral über die Formatvorlagen auch die Texte verändern. Hier oben finden Sie die Stile, die hier abgelegt sind in dieser Datei. Sie finden hier zwei Stile, sind hier vorhanden. Einmal FAK, das sieht dann so aus, die Bemaßung, oder halt Standard. Wenn Sie auf Bemaßungsstil verwalten gehen, dann finden Sie auch hier die Einstellung dazu. Hier sehen Sie nochmal die Stile abgebildet. Das können natürlich wesentlich mehr sein, je nachdem wie komplex Ihre Datei ist. Und hier können Sie jetzt einen neuen Stil anlegen. Sie können hier den als aktuell wählen. Das ist immer der, der dann quasi dann genommen wird, automatisch. Sie können den Stil überschreiben, Sie können Stile auch vergleichen oder auch ändern. Wir schauen da mal kurz rein, wie so ein Stil aussieht. Ich gehe mal hier auf Ändern. Und dann sehen Sie, hier können Sie jetzt einstellen, was ist das für eine Linie, wie sind die Layer-Einstellungen, welche Symbole wollen Sie verwenden. Zum Beispiel können Sie sagen, ich möchte zum Beispiel einen Punkt haben. Sehen Sie das so aus. Sie können den Text hier ändern, Sie können zum Beispiel eine andere Textvorlage vorwählen. Dann sieht die Schrift ganz anders aus und so weiter. Sie können hier einstellen, welche Position der Text hat. Zum Beispiel können Sie sagen, ich möchte ihn zentriert haben. Da geht er in die Mitte. Sie können den Abstand einstellen, etc. etc. Wie gesagt, man könnte jetzt hier sehr viel Zeit verwenden und das mit Ihnen im Einzelnen alles durchgehen. Die Zeit haben wir leider nicht, deswegen, oder auch Gott sei Dank, je nachdem, wie Sie es sehen. Deswegen haben wir den Stil schon in der Vorlage für Sie erstellt. In der Praxis ist dann oft so, dass Sie auch in der Regel Vorlagen haben in Ihren Büros, wo auch schon alles entsprechend eingestellt ist, die verschiedenen Bemaßungsstile für die verschiedenen Anwendungsfälle, die Sie dann einfach bloß noch vor der Bemaßung entsprechend abrufen brauchen oder einstellen brauchen und dann wird die Bemaßung durchgezogen, wie ich gleich zeigen werde. Für den Fall, dass Sie jetzt keine Vorlage haben, wo der Bemaßungsstil schon drin ist, können Sie auch über das Design Center sich einen Bemaßungsstil aus einer bereits vorhandenen AutoCAD-Datei in Ihre AutoCAD-Datei rüberholen. Das habe ich Ihnen schon mehrfach gezeigt. Ich zeige es auch hier nochmal im Zusammenhang mit Bemaßung und Beschriftungsstile. Sie gehen also hier auf Ansicht, wählen das Design Center aus. Jetzt sehen Sie hier so verschiedene geöffnete Zeichnungen. Ich gehe zum Beispiel jetzt immer auf die Zeichnung, auf diese hier und gehe auf Bemaßungsstile. Dann sehen Sie hier die verschiedenen Bemaßungsstile. Zum Beispiel haben Sie den Bemaßungsstil technisch und den könnten Sie jetzt in Ihre Zeichnung einfach über Drag and Drop reinkopieren. Ich mache das hier einfach mal. Dasselbe gilt übrigens auch für Textstile, was wir heute auch noch kennenlernen werden. Auch die können Sie jetzt hier auf diese Art und Weise in Ihre Zeichnung reinholen. Ich mache das mal wieder zu. Jetzt gehe ich noch auf Beschriften und Sie sehen, ich habe jetzt hier diesen Bemaßungsstil dazugekriegt. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Sie meinetwegen wirklich von vorne anfangen müssen, dann müssen Sie wohl oder übel sich Bemaßungsstil anlegen. Dann gehen Sie einfach hier rein und gehen auf Neu. Und im Idealfall können Sie jetzt noch sagen, okay, ich verwende einen bereits vorhandenen, übernehme von denen die Einstellungen und ändere dann bloß noch ab. Oder Sie müssen komplett alles neu einstellen. Okay, soviel zu Bemaßungsstilen. Wir können das Gott sei Dank jetzt hier schon mal überspringen und haben einen bereits voreingestellten Stil, der heißt FAK. Ich habe schon die Layer entsprechend eingestellt über den Layer-Status und meine Hilfsmittel habe ich komplett deaktiviert, damit ich das dann bei Bedarf bewusst zuschalten kann, was ich brauche. Gehe jetzt also hier auf Bemaßung, wähle hier die lineare Bemaßung, weil ich möchte hier gerade bemaßen, also horizontal oder vertikal, je nachdem, und möchte jetzt hier die Punkte einfangen. Dazu brauche ich hier meinen Objektfang. Sie sehen, der Rasterfang ist aktiv, den mache ich mit F9 aus. Jetzt ist mein Rasterfang deaktiviert. Das ist ein bisschen zum Raster und Fang vielleicht was noch eine kurze Randbemerkung. Sie sehen hier fehlen diese Einstellungen, die Sie im Modellbereich normalerweise haben, nämlich hier Raster und Fang, obwohl das ja eingestellt ist. Das ist seit der Version 2015 so. Ob das so bleibt, weiß ich nie, ob das vielleicht ein Bug ist oder ob die wirklich in Zukunft das Raster nicht mehr im Modellbereich verfügbar machen wollen, ist mir ein bisschen unklar. Aber die Tastaturkürzel, nämlich F7, oder die Funktionstasten für das An- und Ausschalten und F9 für den Fangeinstellung funktionieren trotzdem. Ja, so viel nur dazu. Okay, machen wir jetzt nochmal den Objektfang an. Ich möchte jetzt hier die Punkte genau einfangen, also Rasterfang jetzt aus.
gehen wir auf Objektfang, kontrollieren die Einstellungen, Endpunkt, das passt und machen ihn aktiv und können jetzt hier die zwei Punkte absetzen. Das ist der erste Anfangspunkt der Hilfslinie, jetzt kommt hier der zweite. Und jetzt will er wissen, wo soll die Maßkette hin? Also ich tue mir zwei Punkte bemaßen. Und jetzt kommt mein Rasterfang ins Spiel, denn ich möchte jetzt die Maßkette genau im Raster absetzen, um dann später auch die Maßketten immer möglichst im selben Abstand von meinem Bemaßungsobjekt zu haben. Das sieht einfach besser aus. Deswegen verwende ich hier ein Raster. Sie sehen auch, dass hier meine Zeichnung auf dem Raster ausgerichtet ist. Mache also mit F3 den Objektfang aus, mit F9 den Rasterfang ein und setze das jetzt hier entsprechend ab und habe jetzt hier meine Maßkette platziert. Ich mache das nochmal, gehe auf Bemaßung, mache mir die andere Seite, mache wieder mit F9 Rasterfang aus, F3 Objektfang ein und setze das jetzt hier ab. So wäre es zum Beispiel jetzt vertikal, wenn Sie das brauchen. Machen wir mit F9 jetzt den Rasterfang wieder an und setze das hier ab. Im Übrigen, das liegt jetzt zufällig genau auf dieser Ansichtsfensterlinie, deswegen könnte ich mir auch den Rasterfang hier sparen und mit Objektfang weiterarbeiten. Ich zeige trotzdem, wie es mit dem Raster geht, weil das kann ja zufällig mal nicht auf dieser Ansichtsfensterlinie liegen und dann ist ein Raster günstiger. Oder wenn Sie meinetwegen weitere Maßketten haben, zum Beispiel hier eine nächste Maßkette, dann können Sie auch übers Raster dafür sorgen, dass die immer im gleichen Abstand sind. Deswegen zeige ich es, wie es mit dem Rasterfang funktioniert, obwohl ich das theoretisch hier nicht benötige. Ja, so viel dazu. Machen wir vielleicht noch mal eine Maßkette hier hinten dran und ich gehe noch mal auf die Befehlszeile ein. Das habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Also gehe auf Bemaßung. Jetzt sehen Sie hier Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angehen oder Objekt wählen. Also die Objektbemaßung geht im Übrigen nur im Modellbereich, soweit ich weiß. Die können wir hier leider nicht verwenden. Deswegen muss man das über den Objektfang machen. Also sagen wir jetzt hier, das ist dieser Punkt. Mache den Rasterfang wieder aus und nehme jetzt den zweiten. Der Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie, das wäre dann dieser. Und jetzt will er wieder wissen, wo soll das Ganze hin? Ich könnte jetzt nach hier oben gehen, dann wäre es quasi, ja, das geht in dem Fall nicht. Und setze das Ganze jetzt hier wieder auf meinem Raster ab, beziehungsweise ich kann mal den Objektfang hier in dem Fall nehmen und setze das jetzt hier hin ab. Okay, was hier auffällt, und das ist ein bisschen ein Phänomen bei der Layout-Bereichsbemaßung, es ist gut, dass uns das dieses gleich hier passiert, ist, dass hier der Maßstab gar nicht stimmt. Das kann passieren bei der Layout-Bereichsbemaßung, dass er nicht automatisch den richtigen Maßstab erkennt von dieser Modellbereichsansicht und dann hier einen falschen Bemaßungsfaktor wählt. Das können Sie jetzt über die Eigenschaften korrigieren, indem Sie die Maßkette anklicken und hier in die Eigenschaften gehen und dann einen anderen Maßstabsfaktor einstellen. Jetzt muss ich direkt gucken, wo das ist. Also Sie klicken das an, gehen hier an die Eigenschaften, suchen den Bemaßungsfaktor und stellen den hier oben auf 10. Dann passt das auch wieder. Oder Sie gehen einen anderen Weg, den ich meistens gehe. Ich gehe einfach auf Eigenschaften anpassen. Das heißt, ich gehe auf Start, finde hier den Befehl Eigenschaften anpassen. Nehme einfach eine Maßkette, wo das funktioniert hat. Also diese und klickt dann auf die, wo es nicht funktioniert hat und dann wird auch automatisch dann, werden dann die Eigenschaften übernommen. Im Übrigen, wenn Sie mal eine Maßkette verändern wollen, beziehungsweise einen Bemaßungsstil, können Sie es natürlich machen, wie ich das gezeigt habe, wenn Sie auf Beschriften gehen, dann hier auf Bemaßungsstil und dann hier auf Ändern, das entsprechend einstellen. Der Nachteil ist immer, dass die Vorschau nicht ganz passt, gerade was die Abstände angeht und so weiter. Ich bevorzuge eigentlich einen ganz anderen Weg. Ich mache das meistens direkt von hier aus, indem ich hier reingehe. Dann hier in der Eigenschaftenpalette, da können Sie übrigens auch die ganzen Sachen einstellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, nur mal um das mal zu demonstrieren, ich mache hier mal einen Punkt rein. Ja, dann sehen Sie, haben Sie hier einen Punkt. Und dann kann ich hier drauf gehen und sagen, rechte Maustaste und sage Bemaßungsstil und sage jetzt hier als neuen Stil speichern. Und könnte jetzt hier den FHK-Stil überschreiben. Zeigt das mal, was dann passiert. Jetzt sagt er, dass das neu definiert wird und so weiter. Und jetzt wird das hier überall übernommen. Ja? Also so können Sie auch den Bemaßungsstil anlegen. Gerade wenn man das am Anfang macht, ist es immer ein bisschen schwierig zu wissen, was ist was. Und dann mache ich es dann meistens, indem ich direkt über die Eigenschaften mache. Ich werde es dann rückgängig machen, indem ich wieder auf die Eigenschaften gehe. Die waren hier und habe hier das Symbol, das war hier der
Das ist ein schräger Strich gewesen. Passt das ja auch? Ja, gehe dann wieder hier rein. Sage dann wieder Bemaßungsstil als neuen Stil speichern, sage wieder FHK, sage, das soll überschrieben werden und habe das entsprechend wieder angepasst. Okay, jetzt können Sie natürlich so fortfahren und das Ganze weiter bemaßen. Eleganter ist, Sie machen Folgendes, Sie klicken einfach hier drauf und auf die Bemaßung und zeigen dann hier auf die Griff und können jetzt hier sagen fortgesetzte Bemaßung und können dann weiter an dieser Bemaßungslinie arbeiten, den Sie einfach fortführen. Ich zeige das hier mal. Dasselbe finden Sie hier oben drin. Ich glaube, muss ich selbst nachgucken, das ist dieser Befehl, weiter bemaßen. Also kann man es auch machen. Oder Sie machen es über die sogenannten Griffe. Ich mache es über die Griffe, also klicke hier drauf, dann gehe ich auf den blauen Griff und sage hier fortgesetzte Bemaßung. Ich klicke nicht drauf, ich zeige einfach nur drauf. Das ist ähnlich bei den Pull-Linien. Und kann jetzt hier das entsprechend zu Ende bemaßen. Wie soll das aussehen? Aha, okay, genau mit. Und klicke dann nochmal. Achso, das sieht anders aus, als man erwartet. Und gehe auf Enter. Und die Bemaßung ist abgesetzt. So schnell können Sie bemaßen. Und ja, passt eigentlich ganz gut. Und dasselbe könnten Sie jetzt hier machen. Ich habe es, glaube ich, seitenverkehrt gemacht. Da tun wir das noch korrigieren. Ich klicke jetzt hier die Maßkette an, fasse jetzt den Punkt an und sage, okay, du sollst nach hier unten. Und hier mache ich dasselbe Spiel und mache das allerdings umgekehrt und setze das nach hier. Also Sie können auch im Nachhinein das wieder ändern und können jetzt wieder sagen, fortgesetzte Bemaßung. Jetzt muss ich bloß gucken. Aha, genau, die Räume werden bemaßt. Also hier fortgesetzte Bemaßung und mache dasselbe Spiel hier. Und Enter. Kontrolliere nochmal die Maße. Das sieht gut aus. Und hier unten kommt noch eine Bemaßung, die ist jetzt hier unten länglich, die mache ich nochmal neu, gehe also auf Bemaßen und setze das hier ab. Und wieder Objektfang oder Rasterfang, je nachdem. Und Sie sehen, ich habe jetzt auch hier die Maßketten immer im selben Abstand. Ich werde nochmal zeigen, wie kann ich jetzt hier einen Maßblock noch hinzufügen. Und wenn ich meinetwegen noch eine weitere Maßkette hier oben anhängen will, dann kann man das hier auch so machen, wenn ich einfach jetzt hier drauf gehe, ich gehe auf Bemaßen, setze hier das ab. In dem Fall ist das Objektfang wirklich praktisch. Gehe auf F9 und setze meinetwegen das in meinem Raster und kann dadurch sicherstellen, dass immer zwei Rastereinheiten Abstand zwischen den verschiedenen Maßketten ist. So sieht es einfach besser aus. Und auch hier könnten Sie jetzt wieder über die Einstellungen die Bemaßungskette anpassen und dann gegebenenfalls den Stil überschreiben, wie ich das eben gezeigt habe, damit die Bemaßung dann sauber zusammenpasst. In dem Fall passt das eigentlich ganz gut. Und man muss nichts weiter ändern. Okay, so viel zur Bemaßung. Vielleicht nochmal, mir fällt es gerade ein, nochmal die Winkelbemaßung gezeigt oder die ausgerichtete Bemaßung. Die brauchen Sie ja bei anderen Sachen. Gehen wir mal auf Winkel, dann klicken Sie einfach auf Winkel und dann können Sie hier die einzelnen Linien anklicken. Problem jetzt, mein Rasterfang ist noch aktiv, den mache ich aus. Und dann klicke ich hier auf die einzelnen Linien drauf und Sie sehen, ich habe jetzt hier meinen Winkel abgesetzt. Und die Ausrichtbemaßung kann man verwenden für schräge Bemaßung. Das mache ich hier auch nochmal. Also gehe auf Ausgerichtet und mache mal so eine schräge Linie und das könnte ich jetzt hier absetzen. Ja, Koordinatenbemaßung, soll man vielleicht auch nochmal zeigen, wäre jetzt hier für die Koordinatenbemaßung. Dann können Sie hier einen Punkt anklicken und können sagen, okay, ich möchte jetzt die X-Koordinate haben oder das ist die X-Koordinate oder die Y-Koordinate. Natürlich bezogen auf das Weltkoordinatensystem. Ja, das ist nochmal wichtig. Aber die brauchen wir jetzt eigentlich in dem Zusammenhang eher kaum. Okay, ich hoffe, ich habe alles gezeigt zur Bemaßung. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz hier in den Katalog rein, damit ich nichts vergessen habe. Na, hier. Die Eigenschaften, das habe ich Ihnen gezeigt. Eigenschaftspalette haben wir auch gemacht. Das Ausrichten, Bemaßung am Raster habe ich gezeigt. Genau, das passt. Können wir die Bemaßungsthema in die erstmal abschließen.